Verona und Franjo haben ein Haus gekauft. Ein Eigenheim von der Stange kommt natürlich nicht in Frage und so muss umgebaut werden. Für Verona ist der Hauskauf eine Premiere. Das ist wirklich emotional wahnsinnig viel. Wir haben immer in einer Wohnung gewohnt und sind auch öfter umgezogen. Besonders für die Kinder ändert sich einiges. Bisher teilen sich die Brüder nämlich einen Raum. So langsam hat Diego natürlich auch Lust auf sein eigenes Zimmer. Und ich habe gesagt, es gibt ein Zimmer für euch zusammen. Jetzt sind es zwei Zimmer durch eine Flügeltür getrennt. Aber die Tür werde ich rausnehmen und in den Keller tun. Noch ist das Haus eine einzige Baustelle. Und die Pots möchten zu Weihnachten 2015 einziehen. Damit es mit dem eigenen Zimmer möglichst schnell geht, packt auch Sohn Diego mit an. So, das bedeutet, die werden jetzt alle entlassen, weil jetzt habe ich Diego da. Auch als Malermeister eignet sich der älteste Sprössling der Pots und malt prompt außer dem Haus auch die Mama an. Mama, da ist noch eins. Ach Diego, das ist Lackfarbe. Ach so, Entschuldigung. Richtige Lackfarbe. Muss ich jetzt mit Terpentin ran, du Spinner? Nein, das geht mit Wasser. Ja, Wasser. Wenn es regnet, ist das Haus wieder weiß. Im edlen Grau erstrahlt das neue Heim. Wir haben uns im Endeffekt für diese Farbe entschieden, weil es halt die beste Ausstrahlung hat. Das Zentrum des Hauses soll die Poggenpol-Küche bilden. Verona legt Wert auf gesunde Ernährung für die Familie und hat jedes Detail der Küche selbst geplant. Mit einer Ausnahme. Und jetzt sagt der Mirko zu mir, schau mal, da ist der Fernseher. Nein, da kommen nur Anschlüsse hin, da können wir dann hinterher entscheiden, ob wir da einen hinhaben wollen. Ansonsten machen wir da unsere Fliese drin. Ein Fernseher in der Küche? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Dafür ist der Rollrasen endlich da. Gerade rechtzeitig vor dem ersten Frost. Der fast fertige Garten regt Franjos Fantasie an. Hier kommt der Grillplatz jetzt. Nochmal so eine Männerecke. Weil Grillen ist ja was für Männer. Das ist so ein Chauvi-Ding. Ja, Fleisch, Grillen. Hat auch keine Frau was verloren. Die kann den Tisch decken. Ob Verona das genauso sieht? Zumindest läuft draußen alles nach Plan. Aber das Innere sieht nicht nach einem schnellen Einzug aus. Ich hatte mal ein Ziel. Das ist schon lange, lange hinfällig geworden. Ziel war mal Weihnachten, aber werden wir nicht halten. So geht's weiter. Verona und Franjo suchen sich den Boden für ihr Traumhaus aus. Und beim Umzug steht Franjo ganz alleine da. So sieht der Scheiße aus. In der nächsten Folge, der Traum vom Eigenheim wird Realität. Aber bis dahin ist noch jede Menge zu tun.